Herdenschutzhunde sind quasi Teil der Herde. Und wahrscheinlich ist es zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagt, sie glauben, sie wären Schafe. Das glauben sie wahrscheinlich nicht. Aber du siehst es auf jeden Fall oft, dass ein Hund irgendwo liegt und dann kommt ein Schaf und stellt sich dann so an diesen Hund ran. Und dann sind die da beide so zusammen und man denkt, es ist wie also ein ganz bezauberndes Bild. Und außer eben, wenn die Hunde fressen, dann verteidigen sie ihr Futter, auch gegen die Schafe. Aber sonst sind sie immer mit den Schafen zusammen. Und die Schafe haben keine Angst vor den Hunden. Und sie laufen da einfach mit rum. Und mein Verhältnis zu den Hunden ist auf jeden Fall... ich bin auf jeden Fall der Boss. Das ist auf jeden Fall klar. Also ich bin auch der Boss der Schafe sozusagen. Und das wissen die Hunde auch. Also ich kann auf jeden Fall die Schafe treiben. Auch mit meinem Hund. Die kennen meinen Hund. Und sie lassen das mit den Schafen machen. Und laufen einfach mit den Schafen sozusagen. Genau, aber trotzdem ist es kein Haushund-Verhältnis, was ich mit den Hunden habe. Also ich knuddel die auf jeden Fall kurz und ich gebe denen zu fressen. Und aber dann ziehen die wieder ihre Wege und machen halt wieder ihr Ding. Also tagsüber laufen sie mit den Schafen einfach mit. Und wenn die Schafe irgendwo anfangen zu fressen, dann legen die sich hin und pennen. Und eigentlich ist deren Job mehr nachts sozusagen. Wenn es dunkel ist, dann bellen die halt alles an, was sich irgendwie bewegt, was da rumläuft, egal ob es Gämsen sind oder Steinböcke oder eben Wölfe. Hauptsächlich ist ihr Job aber eigentlich permanent das Gebiet zu markieren. Egal wo Schafe hingehen, der Hund markiert oder ein Hund markiert. Weil der Wolf ist grundsätzlich konfliktscheu und das ist sozusagen die Rechnung, dass der Wolf merkt, oh, hier sind Hunde, okay, dann suche ich mir was, wo es leichter ist. Die Hunde sind nicht darauf trainiert, den Wolf zu töten oder sowas. Es gibt auf jeden Fall bei Kuren Rudel und die hatten vor ein paar Jahren, hatten die glaube ich 9 Junge und deswegen ist das hier auf jeden Fall ein Gebiet, wo man damit zu tun hat. Und auf der Nachbaralp hier war auf jeden Fall vor 3 Wochen ungefähr ein Wolf. Der hat auch 18 Schafe in einer Nacht gerissen. Ja, insofern ist es schon. Die hatten eben keine Herdenschutzhunde. Und bei mir ist ja auf jeden Fall ziemlich vorbeigezogen. Die Herdenschutzhunde sind nur zur Verteidigung oder zum Schutz der Herde da sozusagen. Das heißt, die sind den ganzen Tag sind die einfach unter den Schafen gemischt. Und laufen da auch mit. Und sie hüten die Schafe nicht in dem Sinne, dass sie irgendwo hintreiben oder so. Das ist mein Job sozusagen. Und von meinem kleinen Hund sozusagen.